Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranking Stage Top 11, meine Top 11 Games 2023. Und wie ihr schon hier gerade am Thumbnail seht, haben wir hier Männer in Rüstung mit einer Wumme. Doppel. Nenne ich es einfach mal so. Aber sie sind von beiden her grundverschieden. Der andere ist ein Sci-Fi-Horror, der eine ist ein, ja, wie nennt man das? Zukunftsorientierter 80s-Film Adaption und fernab davon ist mein Platz Nummer 5 eine der Überraschungen überhaupt. Und wollen wir auch anfangen, denn der Entwickler Taeon, bekannt durch den unsäglichen Rambo the Game und durch das von Fans und Kritikern der Terminator-Reihe Terminator Resistance doch gut angekommen ist, kam im Oktober, was auch, also das Spiel wurde öfters verschoben, aber ja, die Rede ist hier von Robocop Rogue City. Meine Fresse, was habe ich auf dieses Spiel mich mega gefreut. Dieses Spiel sah erstmal für eine, sagen wir mal, Lizenzumsetzung ziemlich gut aus. Peter Weller hat den Robocop nochmal gemimt. Das letzte Mal, dass er ihn Gesicht, Dialog eingesprochen hat und natürlich für die Gesichtsabtastung da war, war in Mortal Kombat 11. Und das war schon sehr, sehr gut. Und für mich eines der besten Gastcharaktere, hat Reinhardt schon von der Umsetzung. Und ja, ja, nun haben wir ein Robocop-Spiel. Dieses Robocop-Spiel soll zwischen Teil 2 und 3, dem dritten Film, spielen. Also Teil 1 und 2 sind passiert. Und ich muss persönlich sagen, ja, ich bin eigentlich nicht der Fan von einem Shooter-Game, aber das, was ich gesehen habe, ich dachte so einfach, ja, wenn dieses Spiel schafft, mir dieses Gefühl zu geben, dass ich Robocop bin, dann hat das schon sehr, sehr viel geschafft. Und ja, dieses Gefühl von, ja, Robocop, man muss sich eins bedenken, Robocop ist jetzt nicht der agilste Charakter, Robocop ist halt ein Panzer auf zwei Beinen. So muss man sich das vorstellen. Ein Panzer fährt nicht schnell, er ist unaufhaltsam und der walzt dich nieder. Und das ist eine Gewalt auf zwei Beinen. Und genau das spielst du. Du hast auch per der Vision hast du auch dieses Lock-on-System, was du hast. Du hast natürlich die fette Auto 9. Was mir nur missfällt, ist das Sounddesign der Auto 9. Die hat sich besser im Film angehört, also in den Filmen, als in dem Spiel selbst. Da haben sie vielleicht verkackt, aber das ist halt nur so meckern auf hohem Niveau. Generell, das Look and Feel vom Spiel ist einfach fantastisch. Das setzt dich sofort in diese Retro-Future-Aspekt der 80er rein, wie Old Detroit halt im Film aussehen würde. Klar, man hat jetzt eine große Location, dann hat man das Polizeipräsidium, man kommt noch in die Fabrik und dann kommt man noch ins OCP-Gebäude. Das ist ein, sagen wir mal, 14 Stunden lange Kampagne, wo man noch ein bisschen Leben kann machen, beziehungsweise Polizeiarbeit machen kann mit unserem allseits beliebten Alex Murphy. Und ja, man kann coole Sachen machen, wenn man wirklich Fan ist. Man hat auch so ein Minispiel, die Schießbuden, also die Schießbude, die man, beziehungsweise die Schussübungstrainingsraum in dem Polizeipräsidium, den kann man tatsächlich machen und dann kann man den Highscore knacken. Dafür gibt es auch eine Trophäe. Sonst, wenn man in Old Detroit ist, da gibt es zu jeweiligen Tagesabschnitten, weil man kommt zum Old Detroit dreimal zu dieser Location hin. Einmal in der Nacht, einmal so in der Dämmerung und einmal am Tag, glaube ich. Wenn ich mich recht nochmal entsinne, die anderen Maps sind entweder drinnen oder im Freien. Und es gibt, ja, es gibt sehr große Flächen, wo man was erkunden kann. Man hat aber auch, und das muss ich sagen, weil mich stören eigentlich RPG-Systeme in solchen Singleplayer-Videospielen, aber hier hat das irgendwie Klick gemacht. Hier hat das alles funktioniert. Selbst die Auto 9 kriegt später Verbesserungschips,
wo man nachher Effekte hat, das ist mehr Spratz. Dass du irgendwann einfach nicht mehr nachladen musst und dass du, wenn du einmal nur den Button gedrückt hast, dass das automatisch weiterschießt und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich Spielplatz en masse. Die Fähigkeiten, die du hier Robocop geben kannst, sind einmal auch der Dash, einmal verstärkte Panzerung, Elektroschock, irgendwie so Blendgranate-mäßig, also dass du so ein Blendlicht machen kannst. Du hast auch natürlich ein Infrarotsicht, den ich kaum benutzt habe, aber naja, Robocop kann das halt. Du kannst auch die Leute packen und zu anderen wegwerfen. Du kannst auch die Leute umboxen und die sind sofort tot. Du verlierst nicht, du bist halt Robocop, du verlierst gar nicht so schnell, du verlierst gar nicht so schnell die Energie, weil du halt eine Panzerung hast. Du bist halt ein Panzer aus Verbein. Du kannst, die Schussgefechte sind auch etwas variantenreich gestaltet. Und zwar, dass du die Leute, wie gesagt, packen, schlagen. Du kannst mit Gegenständen werfen. Du hast auch Gegenstände, die natürlich explodierbar sind. Und diese Schussgefechte sind meistens aufgebaut wie so Arcade-Shooter. In dem Sinne von leichte Anlehnung wie, ja, das, ja, Time Crisis, House of the Dead. Ähnlich, ja, weil die Leute, die verteilen sich schon so und du kannst auch wirklich so zielen. Also wie gesagt, das Robocop-Schusssystem ist wirklich so gebaut wie ein Arcade und das hat mir jetzt ziemlich gut gefallen. Das muss man schon sagen, dass man auch, wie gesagt, Bildschirme machen kann. Die erste Location, wo man im Nachrichtengebäude ist und wo man ganz oben ist und wenn man die Gegner tatsächlich aus dem Fenster werfen kann. Das ist ein Heidenspaß. Zerstörbare Umgebung, also die Physik Engine greift wirklich sehr gut ein. Also wenn du nachher zurückblickst, was du da für ein Schlachtfeld gemacht hast, ja, da sagst du, ja, hier war Robocop, verdammte Scheiße. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, du hast noch coole Nebenaufgaben wie Tickets zu verteilen, so zum Beispiel einen Sprayer, den du findest, da kannst du ihnen hier zum Beispiel entweder eine Ermahnung geben oder tatsächlich ein 100-Dollar-Ticket Strafe geben. Denn ja, die Prime Directives von unserem Robocop, Protect the Innocence. Uphold the law und serve the public trust, also jetzt nicht in der Reihenfolge, aber ja. Und wir tun meistens serve the public trust und uphold the law. Nee, uphold the law machen wir relativ selten. Wir protecten die Innocents meistens. Uphold the law tun wir in der Hauptkampagne überwiegend, weil ja, die Kampagne, die ist jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, aber ich will sie, ich meine, sag mal so, also Vorsicht, ne, wie gesagt, Spoiler, 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 aber die ist jetzt nicht so mega großartig, aber sie baut einen guten Rahmen hin. Die Story geht natürlich auf die Menschlichkeit von Murphy zu. Murphy ist ja nämlich schon ziemlich lange unterwegs und sein alter Ego, Alex Murphy, kickt in sein Gehirn rein. Dadurch erfährt er einmal, also er wurde einmal durch, man wird von der Bombe einmal hier. Man fällt einmal so runter und dadurch kriegt er halt so einen Ego-Trip, wo er dann Halluzinationen sieht von seiner Frau, Dialoge von seinem alten Leben als Alex Murphy noch. Und ja, ich muss sagen, das ist schon ziemlich sehr gut dargestellt, wie man Alex Murphy bzw. Robocop man verstanden hat. Denn ich muss sagen, das ist schon wirklich sehr gut eingegriffen, auch wie die Welt funktioniert von Robocop. Also man hat sich tatsächlich 1 und 2 angeguckt und so funktioniert tatsächlich die Welt. Robocop ist nun mal da, OCP ist nun mal da. Der Flair von den Filmen bzw. von der Welt, die geschaffen wurde von Paul Verhoeven, und weitergeführt wurde dann von Irwin Kirschner im zweiten. Die ist da, also die ist weiterhin intakt und unser Alex Murphy ist auch intakt. Also und Peter Weller ist natürlich eines der Verkaufsargumente für dieses Spiel, denn er macht das fantastisch. Also
Unfassbar, wie viel Herzblut er da wieder ins Voice Acting legt. Und ja, also da kommen wir natürlich jetzt zu dem Konflikt. Der New Guy in Town kommt rein und die Banden von Old City, also die Punks und die Gangs, also es gibt zwei Gangs, einmal diese Punks und einmal die Gangs. Nenne ich jetzt mal so, ich habe die Namen auch mal kurz vergessen, auf jeden Fall, die sind schon Teil auch der Robocop-Welt. Ja, da kommt der New Guy in Town und ich finde, das ist die Schwäche der Story, aber ich finde, er trägt seinem Teil bei, dass Robocop die Sachen machen darf, die er machen schon darf. Das Ding ist, er baut sich erst nochmal auf, dass er ein persönlicher Gegner wird zu Robocop, denn er verletzt unsere allseits beliebte Kollegin Lewis, die erschreckend gut nachgebildet wurde, denn Nancy Allen haben die nicht bekommen. Ich glaube, das Budget hat auch nicht mehr gereicht. Ich weiß nicht, ob Nancy Allen noch sogar vor Ort ist. Ich muss aber sagen, die haben sie erstaunlich gut nachgebaut, genau wie dem Polizeichef vom Polizeipräsidium, der, glaube ich, auch nicht, den sie auch nicht bekommen haben. Und die wurden alle beide so gut vertont, dass man wirklich denkt, das sind beides die originalen Darsteller. Und die werden auch super gut geactet. Und ja, also, ne, also die Figur von Lewis wirklich cool gemacht. Auch weiterhin alle Figuren intakt, die haben alles erlebt. Auch die ganzen Polizeikollegen, die man bekanntermaßen schon mal gesehen hat in den zwei Robocop-Filmen. Man muss sagen, wirklich, das ist ein Fest für Robocop-Fans. Und die Handlung ist, ja, also ich finde, ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Robocop 3-Film, den wir bekommen haben sollten, sondern ich finde, das kann nur als Videospiel funktionieren, weil als Film wäre das ein bisschen zerstückelt. Wäre sehr schwierig umzusetzen. Ich bin einer von den ganz wenigen, die Robocop 3 etwas abgewinnen können. Also ich finde den gar nicht so kacke, wie alle den da draußen machen. Er ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig gut. Natürlich kommt nichts an den ersten ran. Ich finde den Zweier als Film schlechter als 3, aber beides kann man sich geben. Also 3 ist der bessere Film von der Struktur her, aber 3 hat natürlich auch seine Fehler. Aber zurück zu Robocop Rogue City. Das ist nämlich eine Lizenzversoftung, an der ich nicht geglaubt habe, dass das wirklich so großen Anklang gefunden hat. Denn es gab eine Demo auf Steam und das hat die Runde gemacht, dass das Spiel fantastisch wirklich gut war. Das war für dich auch dein Überraschungshit. Und ja, diese überspitzte Gewalt, diese Satire, die ja auch ein bisschen wieder drin ist, also wie gesagt, dieses Feeling von den ersten, zweiten Film, fantastisch, also wirklich fantastisch eingefangen. Und ich hatte mega Spaß, als Robocop durch Old Detroit durch die Gegend zu stampfen. Das ist wirklich gut. Auch Sounddesign technisch alles da. Das einzige Ding, was man natürlich wissen muss, das ist ein Double-A-Titel, das ist ein Budget-Titel, deswegen sieht das nicht so high poliert aus. Und es hat natürlich ein paar technische Fauxpas, wenn man zum Beispiel Gegner in die Decke wirft, die bleiben stecken. Und man kriegt so ein paar witzige Momente, weil man die Leute, wenn man die Gegner irgendwo durch die Gegend wirft und die bleiben irgendwo stecken. Aber das Spiel ist von seiner Härte her genau das, wie Robocop ist. Es platzen Köpfe, es fallen, man wird Arme zerschießen können, es werden Hände zerschossen und so weiter und so fort. Wir machen Polizeiarbeit, wir kriegen auch einmal eine richtige, sagen wir mal, leichte psychedelische Horrorsequenz. Einkaufszentrum mit Mannequins, sage ich nur, wenn die Leute wissen, was ich meine. Da kriegen wir nochmal so einen Trip, was wirklich in Murphys Kopf abgeht. Also, ich muss sagen, da hat Theon das Team wirklich verstanden, was Robocop ist, was Robocop auch ausmacht. Und
es in einem Spiel verwandelt, wo man sagen kann, das ist das beste Robocop-Spiel, was es auf diesem grünen Planeten gibt. Also, ich muss sagen, ich als Fan, ich war begeistert. Ich war ein bisschen traurig, dass jetzt kein New Game Plus gibt, weil da hätte ich jetzt nochmal Bock, alle Skills, die man da hat, zu verbessern. Man hat auch so leichte RPG-Elemente, wenn man Dialoge führt, denn man hat Dialogoptionen hier, die nachher später beeinflussbar sind. Man hat auch so ziemlich, man hat auch eine Psychotherapeutin, die auch einen Bezug zu Robocop hat, weil ihr Arm auch mechanisch, bionisch ist, beziehungsweise mechanisch. Und die, ja, legt einmal so das menschliche Mensch, was ist der Mensch oder Maschine? Also wie sehr, wie viel Mensch ist noch in der Maschine drin? Das wird thematisiert durch diese Gespräche. Und die Konsequenzen von Dialogen haben auch nachher in den Dialogen später Konsequenzen. Und man hat auch so ein paar Nebenaufgaben, die auch gut inszeniert sind, die wirklich Spaß machen, wenn man halt Robocop-Fan ist. Da gibt es auch einen neuen Polizeitypen, der neu im OCP ist. Und die sind alle super vertont, die sind alle mega krass. Es gibt eine Kritik, die ich an diesem Spiel habe, und zwar, das ist manchmal die Musikabmischung, die ist manchmal, die beißt sich manchmal. Also da muss man wirklich sagen, haha. Das Spiel ist mir auch vielleicht zwei, dreimal abgestürzt, aber hey, das ist ein Budget-Titel. Das ist ein Titel, den man sich eigentlich für 40er holt, und man hat eine ziemlich gute Zeit. Mich hat das erinnert an damalige Lizenzversoftung wie Knight Rider damals von Davilex. Ja, das kann vielleicht für manche Scheißspiele sein, aber mir geht's darum, dass man den Geist der Vorlage einfängt. Und ich hatte Spaß mit den zwei Knight Rider-Spielen, jedenfalls damals. Klar, das zweite geht ein bisschen frei, aber das erste definitiv mal was ganz anderes, mit einem Auto zu fahren, zu springen und Levels wirklich zu machen. Das ist schon, das ist wirklich ein Konzept, das ist einmalig, und das kann man auch nur mit Knight Rider machen. Beziehungsweise mit Kid. Mir fehlt ja aber trotzdem der Einsatz von Michael Knight, aber das ist jetzt was anderes. Hier bei Robocop, ich finde, das ist eines der besten Lizenzversoftungsspiele seit Alien Isolation. Alien Isolation hat genau in dieselbe Kerbe gespielt, wo Alien Isolation aber das mehr der Budget-Titel ist, also beziehungsweise ein ja schon fast AAA-Spiel ist, als Robocop Rogue City. Und Robocop Rogue City ist für Robocop-Fans einfach Ding. Da sind natürlich alle Zitate drin, alle Fähigkeiten, die er im ersten und zweiten Film hat. Also wie gesagt, du kannst nachher deine Panzerung so krass haben, wenn die Leute auf dich schießen, dass die Kugel an die abprallen und die Leute sich selbst erschießen. Das ist so geil, das ist so Robocop, das ist Chefskiss. Also für Robocop-Fans ist das ein totales Fest. Für alle anderen, die einen arcadigen, ja, storygetriebenen Ego-Shooter haben wollen, spielen Probe, denn ich glaube, mit dem Kontext, wenn man keinen Bezug zu Robocop hat oder Fan von Robocop ist, missfällt so ein bisschen die Magic vom Spiel, weil das Spiel ist clunky. Das Spiel, weil das Robocop halt ist. Robocop ist halt, wie gesagt, nochmal ein Panzer auf zwei Beinen. Er ist nicht der agilste Typ. Er ist, also wie gesagt, ja, manchmal stampfst du durch die Gegend ziemlich langsam. Du hast natürlich einen High Dash, aber das hilft jetzt auch nicht aus. Aber du bist nun mal Robocop. Das musst du in Kauf nehmen. Man muss sich bewusst sein, mit was für einem Charakter man hier spielt. Und du kriegst dieses Robocop-Gefühl wirklich. Und das ist das, was ein Spiel schaffen muss, mich erstmal in die Welt einzuführen und mich auch so zu fühlen wie Robocop. Das ist super geil. Und natürlich, es gibt also dieses Spiel hat, das Spiel ist auch gar nicht mal so einfach, wenn man nicht weiß, wo man genau bei gewissen Bosskämpfen darauf achten muss. Aber man hat genug, bei den Shooter-Sequenzen hat man genug Interaktion. Man kann auch Waffen temporär abholen, also nehmen und benutzen. Man kann, wie gesagt, Gegenstände durch die Gegend werfen. Man kann auch die Gegner als Schutzschild benutzen und
durch die Gegend bringen. Man kann die umboxen, man kann die umwerfen und man kann die schocken. Einfach geiles Zeug. Also quasi gesehen der feuchte Traum von jedem Robocop-Fan. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der Robocop-Fan ist und etwas mit Videospielen anfangen kann. Und alle anderen, ja, spiel mal Probe. Weiß nicht, ob es die Demo noch auf Steam gibt, aber wenn, dann schaut euch mal Gameplay an, guckt euch Trailer an. Also dieses Spiel ist ein, wie gesagt, warum dieses Spiel auf Platz 5 ist, beziehungsweise es ist ein Top 5 Spiel, weil erstens, ich hätte niemals erwartet, dass so ein Robocop-Spiel wirklich so gut ist und dass man wirklich sich nicht schämen muss, so, oh, das ist jetzt nur ein Spiel für Fans. Nein, das ist tatsächlich auch ein gutes, arcadiges Ego-Shooter mit einer Story-Narrative, die wirklich der Vorlage gerecht wird, und ich hätte niemals gedacht, dass man Robocop nochmal so genial zurückholt, und vor allen Dingen Peter Weller, vielen Dank, dass er sich nochmal seiner Paraderolle nochmal gegeben hat. Und ja, es ist einfach das beste 7 von 10 Spiel, kann man sagen. Es ist ein solides Spiel. Warum das hier nicht so hoch ist, ist halt, die Story endet auf einer Note, die mir nicht so, ja, ich hatte bessere Ekstase, also nicht Ekstase, Katharsis gewünscht, aber als Robocop-Fan, es endet halt, ja, es endet halt, ne, dann, und ist schade, dann ist die Reise vorbei, für 14, 15 Stunden, und man kann leider kein New Game Plus machen. Das würde für mich noch einen Reiz machen, das wirklich nochmal durchzuspielen. Aber ansonsten, es ist ein Fest für Robocop-Fans und eines der besten Spiele 2023, definitiv. Okay, das wär's mit meinem Platz Nummer 5 und dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 4. Okay, und kommen wir nun zum Platz Nummer 4, und ich hätte nie im Leben gedacht, dass das doch so ein geiles Spielerlebnis war. Wir haben zu Anfang 2023 zwei geile Remakes bekommen. Von einem werden wir natürlich später hören, was natürlich was einfach das Ding ist. Und das andere ist das, worüber wir hier jetzt sprechen. Und zwar ist die Rede von Dead Space Remake. Dead Space Remake ist hier entwickelt worden von EA Motive und es wurde angekündigt, und ich war leicht hyped, denn ich bin ein wahnsinniger Fan von Dead Space. Ich kann auch dem dritten Teil etwas abgewinnen, auch wenn das nicht der beste Teil ist tatsächlich. Der erste Teil ist ein Klassiker der Videospielgeschichte. Für mich ist aber Teil 2 eines der besten Spiele, also eines der besten Horror-Survival-Action-Spiele, also Sci-Fi-Horror-Survival-Action-Spiele aller Zeiten. Also diese Inszenierung wie in Dead Space 2 ist fantastik. Und ich bin auch ein Fan der Alien-Filme, tatsächlich. Ich kann den vierten irgendwo auch noch was abgewinnen, dem dritten mag ich trotzdem auch noch gucken. Klar, 1 und 2 Killer-Filme, einfach Killer. Event Horizon habe ich tatsächlich nie wirklich gesehen, aber danach soll sich der Film orientieren. Aber wir reden hier von Dead Space Remake. Die ersten Sachen, die Aeon Motive gezeigt hat, ich war skeptisch ein bisschen natürlich. Weil erstens wurde die Frage aufgestellt, wieso braucht man nach circa paar Jahren, also knapp über ein Jahrzehnt, ein Remake von so einem guten Spiel? Denn Dead Space gilt als nicht nur, weil das Spiel ein super gutes Spiel ist, sondern von alleine vom Design her, das ist so immersiv. Du hast keine Anzeigen. Alle nötigen, wichtigen Informationen hast du an Isaac dran. Du hast die Lebensanzeige dran. Du hast eine digitale Aufzeigung, wie viel Munition du noch hast an deinem Plasma-Cutter. Plasma-Cutter, was für eine geile Waffe. Oh, boy. Und wie viel Stase du hast, und das war's. Und das ist so immersiv. Du bist die ganze Zeit drinnen in dieser ISG Ishimura drin. Es ist einfach der Wahnsinn, ja.
Und das haben sie halt noch tausendmal besser gemacht. Einfach top inszenierte, geile Action-Sequenzen in Dead Space 2. Vor allen Dingen die Narrative auch, wie sie reinkickt. Das Spiel ist einfach quasi das Resident Evil 2 der Dead Space-Reihe. Und das ist einfach geiler Scheiß. Also ich bin einfach mega gespannt, wie dir das Remake geht, weil das erste Remake war ein Mega-Erfolg. Das Ding ist, es wurde angekündigt, dann wurden Tagebücher gezeigt, wie sie das Spiel entwickelt haben, wie sie wirklich respektvoll mit der Vorlage nochmal umgehen, wie sie tatsächlich die Narrative so anders machen, dass Nicole tatsächlich ein vollständiger Charakter ist und jetzt nicht wirklich nur unser MacGuffin ist. Also die kriegt deutlich mehr Dialoge und beziehungsweise mehr Screentime und beziehungsweise viel verständnisvollere Beziehung zu Isaac. Isaac redet viel mehr, er ist nicht mehr der stumme Held, sondern er reagiert zumindest wie ein Mensch endlich mal auf diese Sachen. Er redet ja, er labert jetzt nicht Gott sei Dank zu viel, das ist jetzt auch nicht gut, so das Schlimme. Die beiden professionellen Begleiter, mit denen Isaac auf die ESG Ishimura einstürzt, die verhalten sich endlich wie professionelle Leute. Das sind wirklich, die eine ist Bundesagentin, die nachher natürlich uns verrät. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Das ist nämlich ein paar Jahre altes Spiel. Wie gesagt, ihr seid nicht gewarnt worden, aber jetzt. und auch der andere, der hat auch seine eigene Agenda, na, hier, und der stirbt auch ganz schön krass. Die Gewalt. Dann kommen wir jetzt zum Gameplay-Umsetzung, denn das Gegnerverhalten wurde komplett verändert. Die Necromorphs wurden schneller gemacht. Die Necromorphs. Also Stase ist jetzt dein allerbester Freund. Was ich in damaligen Spielen nicht gebraucht habe, war sehr viel, nicht so viel Stase. Hier brauchst du unbedingt Stase, sonst stirbst du wirklich, wirklich, wirklich sehr schnell. Wenn man gewohnt ist, als Dead Space Einspieler immer mit seinem fetten Plasma-Cutter durch die Gegend zu gehen, das wird dir ganz nochmal ganz klar gemacht, du bist hier noch ganz am Anfang. Du wirst hier sofort platt gemacht, wenn du nicht mindestens, ja, einen irgendwie aufhältst, weil die machen dich so schnell platt. Boah, das ist so brutal. Und dann gibt's noch mal das Kampfdesign, dass du erstmal nicht, also klar, die Gliedmaßen abschneiden ist immer noch eines der wichtigsten Gameplay-Elemente, aber man muss erstmal das Fleisch abschießen, damit man erst die Gliedmaßen abschneiden kann. Das ist nochmal so ein zusätzlicher Gefahrenmodus, der den Ganzen nochmal eine neue Würze gibt. Aber nicht nur das ist im Remake nochmal fantastisch, also ich meine, ey, es ist Dead Space, viel kann man schon nicht falsch machen, sondern dass, wenn man in der Schwerelosigkeit ist, dass man die Steuerung von Dead Space 2 übernommen hat, die etabliert wurde, die einfach fantastisch ist, weil im Original Dead Space 1 war das noch ein bisschen hakelig. Und man hat auch die ganzen physischen Sachen, also die Stase-Sachen, wenn man zum Beispiel Tischbeine nimmt und man die Leute aufspießt, das sind One-Hit-Kills. Das wurde erst etabliert in Dead Space 2. Das sind harte Kills. Das heißt, jeder Tischbein oder jeder lange Gegenstand, wo du mit deine Gegner aufspießen kannst, ist Gold wert. Und ja, verdammte Scheiße, die Munitionsknappheit ist real. Wow, also ich muss schon sagen, ich bin sehr oft gestorben. Ich bin sehr oft gestorben, obwohl ich dieses Spiel kannte, bin ich sehr oft gestorben. Kommen wir jetzt zur technischen Seite. Und dieses Spiel ist einfach natürlich, sieht mega krass aus. Dass man merkt, zu jeder Sekunde, dieses Spiel wurde für die neuen Plattformen entwickelt. Und das hätte auf gar keiner PS4 oder Xbox One definitiv nicht laufen können. Also was Emotive hier für ein Grafikmonster hier losgelassen hat, muss ich schon ganz krass sagen. Klar, es ist sehr viel Grafikgekröse auf dem Bildschirm, wenn man zum Beispiel in gewissen Schwerelosigkeitsrätseln ist, aber das trägt tatsächlich noch zur Atmosphäre bei.
Womit jeder die Probleme hatte mit den ganzen Vorführungsvideos bei Dead Space Remake ist, dass das Spiel viel zu dunkel aussehen würde. Und tatsächlich gesehen, da wo es dunkel sein soll, ist es dunkel, aber man hat ja jetzt eine Lampe. Also ich glaube, man hatte immer schon eine Lampe. Es ist auch ein bisschen lange her, dass ich Dead Space 1 bis 3 nochmal durchgespielt habe, aber man hat ja Gott sei Dank die Lampe des Plasma-Cutters. Und ja, das Stampfen haben sie auch drin. Es ist alles drin. Es gibt eine große Kritik, die ich an diesem verdammten Spiel habe, und man kann leider die Waffen, die man findet, nicht verkaufen. Das konnte man im alten Dead Space definitiv machen. Sie zwingen dich aber dazu, dass du, wenn du die Waffen hast, die kannst du natürlich noch in einer Lagerkiste haben. Das funktioniert natürlich wie in einem Resident Evil, dass überall, wo du die Kiste kommst, da ist immer da noch dein Kram drin. Dass du hier die Waffen benutzt. Der Flammenwerfer ist um 10.000-fach besser, also viel bessere Funktion hat der ist nicht mehr so useless. Die Machine Gun habe ich nicht benutzt, mit den Fuck You Button. die Kreissäge ist deutlich etwas schwächer geworden, meines Erachtens nach. Die musst du erstmal aufpowern, damit sie auf dem Level kommt, das du kennst. Und ja, ich muss sagen, persönlich, das ist schon heftig, wie krass sie dich dazu zwingen, diese Waffen zu benutzen. Aber dazu kommst du nun mal in dem Moment, dass du tatsächlich, ja, dass du tatsächlich die Waffen benutzt. Ja, was soll man sagen? Ansonsten muss ich sagen, es ist Dead Space Remake. Ich habe mir geschworen, dieses Spiel nicht für einen Vollpreis zu holen, da mir dieses Spiel eine zu kurze Zeitspanne hatte, um tatsächlich geremaked zu werden. Ich sehe das so, dass EA vielleicht nochmal Hoffnung hat, eine viel bessere Videospielerfahrung jetzt zu bieten. Auch vielleicht, wenn ein dritter Teil kommt, das wissen wir ja nicht, jetzt besser zu etablieren. Das Ding ist sogar, das ist ein Remake, wo das Ganze drumherum, also das Cross-Cult heißt, dass die Franchise, also Dead Space ist eine Mega-Franchise gewesen, wo man in Ruhe die Comics lesen kann, die Bücher lesen kann, die Filme sich angucken kann, also die Feature-Filme. Das funktioniert alles. Die haben das nämlich so geschrieben und gebaut, dass das jetzt viel verständnisvoller und viel besser, also die Unitology wird auch schon deutlich hier etabliert. Die ganze Handlung baut viel besser auf Teil 2 auf. Isaacs neues Gesicht, ja, ich habe mich damit arrangieren können. Es ist auch der Originalsprecher von Dead Space 2. Ja, ich glaube, da seit Dead Space 2 war er da. Ich glaube, Dead Space 1 war. Das ist ein anderer. Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, also so tief bin ich jetzt nicht drin, aber jedenfalls, ja, die haben alle, also Dead Space Remake kann man wirklich empfehlen. Also, ich würde nicht sagen, es ersetzt nicht das Original, aber es ist wirklich schon die beste Variante, um Dead Space 1 nochmal neu zu erleben. Und wenn man Fan von dem ganzen Shit ist, man fällt gar nicht aus der Reihe. Deswegen auch Nicole wurde so designt, dass die Comics passiert sind, dass da wirklich so dieser Vorfall passiert ist, dass sie eine Rolle hat, dass sie ständig da bei dir ist. Und Nicole is dead, ist immer noch drin. Also, und die Ishimura ist jetzt ein ganzes Gebäude. Das ist nicht mehr getrennt. Früher auf den alten Konsolen wurde ja immer die Monorail benutzt für die Kapitelabschnitte. Das ist jetzt Vergangenheit. Man kann jetzt durch die Gegend komplett durchgehen. Das heißt, die Ishimura ist jetzt quasi wie das Herrenhaus. Man wird sich da drin bestens wiederfinden, wenn man sich die Struktur ein bisschen reinigt. Die Karte ist auch mega gut gemacht worden. Da hat man sich Gott sei Dank von dieser 3D, unsäglichen 3D-Karte von Dead Space 1 verabschiedet. Das ist auch designtechnisch toll. Was ich auch ein bisschen blöd fand, war das Backtracking daher, wenn man gewisse Sicherheitscodes hat und da man erst reinkommt.
Das ist so ein bisschen, das war nicht so ganz meins. Da bin ich sehr oft hin und her gelaufen. Und klar, man erfährt paar Story-Schnipsel nochmal weiter her. Die Bonus-Sachen, die man im Originalspiel findet, sind immer noch da. Die Kämpfe sind auch gewisse Boss-Momente und Kämpfe und Abschnitte sind anders. Also dieses Spiel ist wirklich schon ein wirklich großer Brecher des Jahres 2023 gewesen, aber halt nicht so mega besonders, weil es ist Dead Space. Dead Space, man weiß, Dead Space, man weiß, was man kriegt. Es ist ein verdammt gutes Spiel, was nichts von seinem Glanz verliert, auch nicht von seinem immersiven Design. Also EA Motive ist da wirklich was geglückt. Und ich bin mal mega gespannt. Und deswegen habe ich auch dieses Remake geholt, weil ich einfach den Leuten unterstützen wollte. Übrigens, nochmal Dead Space zu spielen, zu gucken, haben die es drauf? Haben die wirklich Dead Space jetzt in die Neuzeit gebracht? Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Brecherspiel des Jahres war, aber ich bin glücklich, dass Dead Space Remake wirklich so ein gutes Videospiel war, eine sehr gute Resonanz hatte und sowohl technisch als auch, ja, spielerisch immer noch einzigartig ist und zeigt, hey, ich bin ein Franchise, die neben Resident Evil locker existieren kann. Und ja, natürlich besser als Ghost Protocol ist das. Dieses Hackmack habe ich nie, wie gesagt, da enthalte ich mich jetzt ein bisschen. Aber ich muss persönlich sagen, Dead Space Remake ist natürlich das bessere Spiel als Robocop Rogue City, weil Robocop hat halt keine Chance gegen diesen Budget, gegen diese Technik, gegen diese Aufmachen von einem Spiel. Das ist heftig. Das ist einfach krass. Man muss sagen, einfach, ja. Dead Space Remake ist eines der Blockbuster-Titel des Jahres 2020. Ein gutes Remake. Ein Remake, wo alle wirklich zugreifen können, mit in den Dead Space Kosmos einsteigen können und trotzdem Spaß mit dem ganzen Content haben können. So macht man Remakes. So macht man das. Dass das nicht jetzt. Ja, also ich finde, das Dead Space Remake, das hat jetzt nicht so krass Wellen geschlagen, aber es ist ein gutes Videospiel 2023. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich glaube, jeder, der dieses EA Play hat, kommt da so ran. Ich glaube, das ist auch integriert im Xbox Game Pass, wenn man das hat. Also wenn man das Abo abschließt. Ich weiß nicht so ganz, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall, da hat EA bewiesen, sie können tatsächlich gute Remakes machen. Warum sie jetzt Dead Space machen, ob sie Hoffnung jetzt in dieser Franchise sehen, weiß ich jetzt nicht. Ob uns danach noch ein Dead Space 4 erwartet, das ist eine andere Frage. Aber wollen wir erstmal warten, wie gut Dead Space 2 wird, denn ich habe High Hopes, wirklich, und bin sehr gespannt, weil Dead Space 2 ist eines meiner absoluten Top-Spiele überhaupt. Also das ist Sci-Fi, Survival, Horror, Action wie kein zweites. So geil inszenierte Sachen. Ich bin mal so gespannt, was sie draus basteln werden, denn die Vorlage ist gegeben. Wir haben jetzt eine neue, gute Dead Space Vorlage. Alle Sci-Fi-Horror-Fans greifen zu. Alle Leute, die jetzt sagen, dafür gebe ich keinen Vollpass aus, keine Sorge, es ist seinen Preis definitiv wert. Ich habe mich natürlich entschieden, für einen im Angebot zu holen, denn 80 € ist schon ein bisschen heftig für so ein altes Spiel, wo ein anderes Spiel es mehr verdient hat, weil, ja, Gründe, aber ja. So, und das wär's mit meinem Platz Nummer 4 und insgesamt mit dem Video zu meinem Platz Nummer 5 und 4. Ja, zwei hochkarätige Spiele, finde ich. Zwei gute umgesetzte Spiele, wo man bei beiden gedacht hat, wow, dass das geht, ist der Hammer. Auf jeden Fall. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar. Und ein Däumchen wäre nicht schlecht. Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, wenn euch nicht nur mein Ranking-Stage-Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt,
meine Ranking-Stage zu meinen Top 11 2023 Spielen mit den Plätzen 3 und 2. Bye bye!